heute wird es gar nicht so politisch von mir, sondern ich will mit euch über was anderes reden. Ich will mit euch reden über die Kraft unserer Gedanken und wie viel Kraft in unseren Gedanken steckt. Ihr Lieben, guckt euch bitte einmal um. Guckt euch die Kleidung an, die jeder am Leib hat. Guckt euch die Gebäude an, die hier stehen. Guckt euch das Zelt an, guckt euch alles an. Wo kommt das her? Aus dem Gedanken. Am Anfang war es der Gedanke in dem Kopf eines Menschen. Im Umkehrschluss bedeutet das, ihr Lieben, dass unsere Gedanken schöpferisch sind. Das, was wir denken, projiziert sich in die echte Welt. Und das ist nicht nur mit Gebäuden und mit Kleidung so. Das geht mit Liebe und Frieden los. Wir können nur Frieden und Liebe bringen, wenn wir von einem Standpunkt von Frieden und Liebe gehen. Aus Hass und Verunsicherung wird niemals etwas Gutes. Ihr müsst euren Standpunkt wechseln zu einem Standpunkt von Frieden und Liebe. Dann könnt ihr Frieden und Liebe geben. Bitte bedenkt, unsere Gedanken sind schöpferisch. Wir erschaffen durch unser Denken die Welt, in der wir leben. Das ist wirklich elementar. Seit 3-4 Tagen wird massiv auf mir rumgehackt. Aus der linken Seite. Was ich überhaupt nicht verstehe, ey. Nur weil ich in meinem Blog, da habe ich mir im Internet halt alles angeguckt, was ich finden konnte. Und unter anderem halt auch dieses Video, dieses wirklich, wirklich kurze Video von einer Person, die ich nicht kenne und nicht kannte. Die aber ganz klar 2-3 echt wahre Sätze besprochen hat. Und ich habe das Video ohne Kommentar einfach in meinem Blog verlinkt. Ich habe nicht mal was dazu geschrieben. Und überall in meinem Blog steht auch drin, dass man sich informieren soll, dass man sich seine eigene Meinung bilden soll. Und wie gesagt, das, was er sagt, stimmt. Leider. Ich weiß gar nicht, wieso das leider ist. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Richtigkeit der Information fast wichtiger ist als derjenige, der sie überbringt. Wo man sonst nur belogen wird, in den öffentlichen Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien, in Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen. Es ist schon erschreckend, dass es ein rechter Politiker anscheinend ist, der als einziger sagt, was Phase ist. Echt erschreckend. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Politiker sagen, was wirklich los ist. Und nicht nur irgend so eine rechte Socke. Rechts und links ist eh lächerlich. Wirklich wahr. Wisst ihr, ihr Linken, die auf mir rumhackt, seid in eurer Art schon so weit rechts, dass ihr es selber gar nicht mehr mitbekommt. Wie ihr euch verhaltet gegen jemanden, der euch überhaupt nichts getan hat, ist eigentlich schon fast erbärmlich. Ohne einmal mit ihm persönlich gesprochen zu haben. Und das zweite, was ich mitbekommen habe, ist, dass euch der Satz stört, dass die Federal Reserve schuld an den Kriegen der letzten 100 Jahre ist. Ich präzisiere das für euch gerne und sage, dass die Federal Reserve schuld an allen Angriffskriegen Amerikas der letzten 100 Jahre ist. Aber ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Ich glaube, die Aussage, dass die Federal Reserve Schuld an den Kriegen der letzten 100 Jahre hat, ist so falsch, nämlich gar nicht. Ich streite weder ab, dass es Adolf Hitler gegeben hat, noch streite ich ab, dass es so eine schreckliche Sache wie den Holocaust gegeben hat. Es gab furchtbare Verbrechen auf diesem Planeten. Und wer das leugnet, ist einfach ein totaler Vollidiot. Aber ich glaube, dass die Geschichte nicht so einfach zu erklären ist. Ich glaube, dass einigen Menschen auf dieser Welt ein paar Informationen fehlen. Vielleicht auch euch Linken. Sicherlich auch einigen Rechten. Und auch ganz vielen aus der Mitte. Aber einfach nur blind allem zu glauben, was man hört oder aus Büchern hat, ohne mal selber zu recherchieren, ohne mal selber zu überprüfen, ob die Informationen stimmen. Ich habe 34 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das fahrlässig ist.